Wenn du Kinder hast, dann ergeben sich daraus einige steuerliche Konsequenzen. Was das genau ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ja, wenn du Kinder hast, dann ergeben sich daraus einige Konsequenzen für deine private Einkommensteuererklärung. Es gibt sogar eine komplett eigene Anlage für Kinder, die sogenannte Anlage Kind. Und du kannst Unterhaltszahlungen, Ausbildungskosten, Betreuungskosten, das sind alles Kosten, die du steuerlich geltend machen kannst. Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv, weil du dadurch einiges an Steuern sparen kannst. Das ist aber nicht ganz einfach und deswegen schauen wir uns das in diesem Video einmal ganz im Detail an. Wenn du Kinder hast, dann hast du eine ganze Reihe an Ausgaben, die du sonst nicht gehabt hättest. Sei es nun fürs Essen, für die Klamotten, für die Spielsachen, für die Kinderbetreuung, für den Kindergarten, für den Sportverein oder Schulgeld. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Ausgaben, die du haben könntest im Zusammenhang mit deinen Kindern. Einige dieser Ausgaben kannst du steuerlich geltend machen. Das heißt, du kannst sie steuerlich ansetzen und sparst dadurch Steuern und bekommst so einen Teil dieser Kosten wieder. Wichtig dafür ist, dass du Belege sammelst. Das heißt, du solltest jetzt alle Rechnungen und Quittungen und so aufbewahren, dass du Nachweise darüber hast, dass du diese Kosten tatsächlich hattest. Zweitens kann ich dir empfehlen, dass du so viel wie möglich per Banküberweisung oder mit Karte bezahlst, dass du quasi auf dem Kontoauszug einen Nachweis darüber hast, dass du diese Kosten tatsächlich auch gezahlt hast. Es ist erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwieriger, Barzahlungen beim Finanzamt geltend zu machen, als Zahlungen, die du quasi mit Kontoauszug nachweisen kannst. Außerdem wichtig an dieser Stelle, du musst nicht alle Rechnungen und Kontoauszüge direkt mit deiner Steuererklärung schon an das Finanzamt schicken. Du solltest sie nur bereithalten, falls das Finanzamt eine Frage haben sollte oder bestimmte Unterlagen sehen möchte, dass du sie dann relativ zügig einsenden kannst. Es ist vollkommen egal, wie du die Steuererklärung machst, ob du Elster Online verwendest, ob du irgendein Online-Tool verwendest oder ob du das Formular und Stift verwendest oder ob wir für dich die Einkommensteuererklärung erstellen. Du musst für jedes deiner Kinder eine eigene Anlage Kind ausfüllen. Das heißt, jedes Kind muss separat in der Steuererklärung aufgeführt werden. Die wichtigste Info am Anfang in jeder Anlage Kind sind natürlich erstmal die allgemeinen Informationen über das Kind, die sogenannten Stammdaten. Das ist zum Beispiel der Name des Kindes, aber auch der Geburtstag oder die persönliche Steueridentifikationsnummer. Die persönliche Steueridentifikationsnummer für dein Kind bekommst du kurz nach der Geburt zugesendet. Was auch wichtig ist, es ist zum Beispiel das Verwandtschaftsverhältnis oder der Kindergeldanspruch. Grundsätzlich kannst du dein Kind in deiner eigenen Steuererklärung nur dann berücksichtigen, solange es noch minderjährig ist. Aber du kannst auch ältere Kinder noch in deiner Steuererklärung ja quasi ansetzen und berücksichtigen, wenn es zum Beispiel noch in Ausbildung ist. Das solltest du in diesen Fällen aber auch nachweisen können. Ich möchte einmal 5 Dinge hervorheben, wie du deine Kinder steuerlich in deiner Einkommensteuererklärung berücksichtigen kannst. Der erste Part sind die Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge. Also diese Versicherungsbeiträge, die du für deine Kinder übernimmst. Die kannst du in der Anlage Kind auf Seite 2 eintragen und so in deiner Steuererklärung berücksichtigen. Den zweiten Teil hast du, wenn du alleinerziehend bist. Es gibt nämlich einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Der beträgt 4.008 Euro pro Jahr und erhöht sich mit jedem weiteren Kind um 240 Euro. Drittens kannst du die Ausbildungskosten für dein Kind steuerlich ansetzen. Wenn dein Kind beispielsweise auf eine Privatschule geht, dann kannst du dieses Schulgeld in der Steuererklärung geltend machen. Das kannst du in der Anlage Kind auf Seite 3 machen. Wichtig ist allerdings, dass die Schule in einem offiziellen Schulabschluss endet. Das heißt, in der Schule muss dein Kind einen offiziell anerkannten Schulabschluss erlangen können. Wenn das der Fall ist, kannst du bis zu 30% der Kosten, maximal 5.000 Euro, steuerlich geltend machen. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass diese Erleichterung und diese Steuererleichterung nur für die Ausbildungskosten gilt und nicht für Unterbringungskosten oder Verpflegungskosten. Das heißt, wenn dein Kind beispielsweise auf ein Internat geht und du einen monatlichen oder jährlichen Betrag zahlst und da sind alle Kosten zusammen drin, solltest du immer darauf achten, dass die Ausbildungskosten, das heißt das eigentliche Schulgeld, die Unterbringung und die Verpflegung separat ausgewiesen sind. Viertens sind Kinderbetreuungskosten. Das heißt, wenn du dein Kind betreuen lässt, dann kannst du diese Kosten auch steuerlich ansetzen. Das heißt, wenn dein Sohn oder deine Tochter in eine Kindertagesstätte geht, in den Kindergarten, in eine Krippe oder ihr eine Kindertagesmutter habt, einen Babysitter habt oder auch eine Hausaufgabenbetreuung, dann kannst du all diese Kosten steuerlich ansetzen. Übrigens zählen auch alle Fahrtkosten, die für diese Personen anfallen, ebenfalls zu den Kinderbetreuungskosten. Hier gibt es übrigens häufig Verwirrung bei dem ganzen Thema Hausaufgabenbetreuung versus Nachhilfeunterricht.
Weil Nachhilfeunterricht kannst du steuerlich nicht absetzen, sondern es geht nur um die reine Betreuung bei Hausaufgaben. Unterricht, das heißt Nachhilfeunterricht, aber auch Musikunterricht oder Sportunterricht, den kannst du steuerlich nicht ansetzen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Nachhilfelehrer hast, der sowohl bei der Hausaufgabenbetreuung hilft, also einfach das Kind betreut, während das Kind die Hausaufgaben macht, als auch Nachhilfeunterricht gibt, sollte das getrennt auf der Rechnung ausgewiesen werden, damit du nur die Betreuungskosten in der Steuererklärung geltend machen kannst. Fünftens kannst du Unterhaltszahlungen für deine Kinder steuerlich ansetzen. Wenn dein Kind beispielsweise volljährig ist und von dir Unterhalt erhält, dann kannst du diese Unterhaltszahlungen zwar nicht in der Anlage Kind, aber als außergewöhnliche Belastung in deiner Steuererklärung geltend machen. Wenn du unser Mandant bist und wir für dich deine Einkommensteuererklärung erstellen, dann sammel doch am besten alle Unterlagen, die für dich potenziell in Frage kommen, zusammen, schick sie uns, wir gehen dann alles durch, schauen uns das an und melden uns, falls wir noch weitere Informationen benötigen. Wenn du noch Fragen hast oder dir bei einigen Dingen nicht so hundertprozentig sicher bist, ob du sie absetzen kannst, dann kannst du als unser Mandant uns natürlich auch in der Contest-App jederzeit eine Chatnachricht schicken oder uns einfach kurz anrufen. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video so ein paar Fragen beantworten. Wenn du noch eine Rückfrage hast oder eine ganz andere Frage hast, dann schreib uns doch einen Kommentar, gerne unter diesem Video. Und benutze dabei ganz gerne den Hashtag Steuerfrage. Wenn du jetzt allerdings denkst, ich würde ja gar nicht gern so viele Fragen stellen und will das alles sowieso auch gar nicht selber machen, sondern würde gern lieber alles einmal abgeben an den Steuerberater, der sich dann um alles kümmert, dann muss ich sagen, was für ein Glück. Unten in der Videobeschreibung den ersten Link, da findest du alle Informationen zu unserem Angebot. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und kennen uns besonders gut mit Selbstständigen, die digital arbeiten, aus. Buch dir doch sonst gerne unter dem ersten Link einmal ein kostenloses Informationsgespräch, wo wir uns kennenlernen können, um gemeinsam herauszufinden, ob wir dir vielleicht weiterhelfen können. Wir veröffentlichen auf diesem Kanal aber auch regelmäßig neue Videos und wenn du generell Interesse an Themen rund um Steuern und Buchhaltung für Selbstständige hast, dann abonnier doch unseren Kanal. Das kannst du hier tun oder schau dir direkt eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier. Anerkannt. Außerdem habe ich das vergessen, was ich noch sagen wollte.